Bevor wir beginnen, müssen wir uns erst einmal um die Motoren kümmern. Diese sind vormontiert, allerdings in der falschen Richtung eingebaut. Der Anschluss für das Steuerkabel geht nach vorne. Und das ist so nicht richtig. Da das Steuerkabel nach hinten geführt wird, muss also auch der Anschluss hinten liegen. Also muss der Motor gedreht werden. Zuerst wird die Halterung des Motors abgeschraubt und erstmal beiseite gelegt. Auf der Halterung ist eine Öffnung für die Z-Achse. Man sollte nun ausprobieren, ob die Achse auch in dieses Loch passt. Bei mir war das nicht der Fall, so habe ich dann mit der Feile die Öffnung vergrößert, bis sie gepasst hat. Dieselbe Prozedur muss auch bei der zweiten Motorhalterung vorgenommen werden. Sollte alles dann passen, werden die Motoren an den Hauptrahmen montiert. Und da die Muttern nicht so einfach in den dafür vorgesehenen Löchern halten, unterklebe ich die erstmal mit einem kleinen Tesafilmstreifen. Dann geht alles fast wie von selbst. Der letzte Abschnitt in dieser Baufolge ist der Einbau des Displays. Da sollte nun ja kein Problem mehr auftauchen. Und so war es auch. Thank you.
Vielen Dank fürs Ansehen und wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, ob nun positiv oder negativ. Und am besten, Sie abonnieren einfach meinen Kanal. Schönen Dank und Salü aus dem Saarland.